Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Hongkong zu verhindern, gilt jetzt eine obligatorische zweiwöchige Quarantäne für alle vom chinesischen Festland aus Einreisenden. Sie sollen sich zu Hause selbst unter Quarantäne stellen. Die Einhaltung soll durch Freiwillige kontrolliert werden. Im chinesischen Wuhan stehen inzwischen 1600 weitere Betten in Kliniken für Erkrankte und 2000 Räume in provisorischen Quarantänezentren zur Verfügung. Die Weltgesundheitsorganisation wird eine internationale Expertenmission nach China schicken. Sie äußerte sich auch zu den Kreuzfahrtschiffen, die unter Quarantäne stehen. Jeder, der krank oder positiv getestet ist, wurde versorgt. Aber wir arbeiten auch daran, die Gesunden so schnell wie möglich von den Schiffen zu bekommen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Sicherheitsprotokolle weiter greifen. Sonst endet es damit, dass wir diese Menschen zu lange an Bord lassen müssen. In Taiwan haben 1700 Passagiere ein Kreuzfahrtschiff verlassen, auf dem sie unter Quarantäne gestanden hatten. Ein japanischer Hafen hatte die Passagiere zurückgewiesen. Im taiwanesischen Keelung durften sie erst nach einer medizinischen Untersuchung von Bord. In New Taipei City wurde währenddessen das traditionelle Laternenfest gefeiert, um das Jahr der Ratte zu begrüßen, mit deutlich weniger Besuchern als üblich.